So, jetzt sind wir wieder komplett hier auf dem Podium und ich lege mal los, bevor wir hier jetzt Zeit verlieren. Alles okay, Mr. Stone, with your headset and all the things? I just say hello, everybody. Ja, also unsere Podiumsteilnehmerinnen kennen Sie fast, die Teilnehmer, aber wir haben eine neue Podiumsteilnehmerin, eine Referentin, die Sie bisher nicht kennengelernt haben, nämlich aus dem Büro von Frau Lüders ist Sarah Choi hier. Sie ist Referentin im Referat ADS2. Was das ist, wird sie uns bestimmt gleich verraten, womit sie dort beschäftigt ist. Ich freue mich sehr, dass sie sich bereit erklärt hat, so kurzfristig hier einzuspringen und auch Fragen, die wir an das Antidiskriminierungsbüro des Bundes noch haben könnten, auch mit aufzugreifen. Ja, die anderen beiden Referenten sind Ihnen ja bekannt und viele Fragen liegen schon in der Luft. Vielleicht zu dem Ablauf des Weiteren. Die Gastgeber weisen uns darauf hin, dass sie uns ganz herzlich jetzt zu einem Buffet erwarten und nicht, wie eben missverständlicherweise angenommen, schon in der Kaffeepause. Da gab es nämlich nur was zu trinken. Allerdings soll es jetzt auch was zu essen geben und sie bitten darum, dass wir pünktlich fertig sind. Um 7 werden wir hier schließen. Eine Stunde haben wir Zeit und sind dann gebeten, hier draußen noch ein Buffet zu uns zu nehmen und uns zu unterhalten. Unten wird gesagt, okay, eine Treppe weiter, unten ist dann das Buffet. Also legen wir mal ganz schnell los. Ich würde Sie, Frau Choi, als erstes fragen, da Sie ja selber noch kein Statement hatten. Gibt es irgendetwas, was Sie gerne noch in unsere Diskussion mit einbringen möchten? Gibt es eine Frage oder eine Problematik, die Sie gerne noch erwähnt hätten, bevor wir hier loslegen? Also erst einmal werde ich erläutern, was ADS2 ist. ADS2 ist das Referat Forschung. Vielleicht kann ich einfach nur ergänzen, was wir im Forschungsreferat für das Jahr 2014 vorhaben. Warum 2014? Die ADS macht jedes Jahr ein Themenjahr. Nächstes Jahr ist das Themenjahr Behinderung. Und im Jahr 2014 werden wir ein Themenjahr machen zu Diskriminierungen aufgrund der ethnischen Herkunft. Und ich denke, dass vieles, was wir heute hier diskutieren, auch wir nochmal aufgreifen können in 2014. Wir selbst werden nächstes Jahr ein Forschungsprojekt machen, auch zu Testings auf dem Wohnungsmarkt, also eine Testingstudie, um zu gucken, wie verbreitet auch Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt ist. Okay, das heißt, Sie sind an der Stelle, die auch die Untersuchung zu Bildung, Bildungsdiskriminierung und all diese Sachen laufen in Ihrem Referat sozusagen zusammen. Ja. Ja, vielen Dank dann für diese Informationen. Auf diese Punkte kommen wir inhaltlich auf jeden Fall wieder zurück. Mr. Stone wies darauf hin, das halte ich fest, da ich es für wichtig halte, dass messbare Kriterien formuliert werden. Und Mark Tarkesidis wies ja heute Morgen in seinem Referat darauf hin, dass dieses alleine auf das moralische Argument abheben nicht viel bringt. Natürlich haben alle diese Fragen auch mit Ethik und Moral zu tun. Frau Lüders hat es ja auch noch mal bestätigt. Dieses allein ist es aber nicht das Feld, auf dem wir uns zu bewegen haben, sondern wir suchen ja nach handfesten Kriterien, die quasi in der Gesellschaft und in den Institutionen umgesetzt werden können. Dabei greife ich jetzt den Begriff der Macht und des Machterhaltes auf, den Sie, Mr. Stone, dankenswerterweise in die Debatte eingebracht haben. Es ging darum, dass Sie gesagt haben, die dummen weißen Männer, das kam von Ihnen, das mit den Männern, müssen doch verstehen, dass sie schlecht beraten sind, wenn sie weiterhin Talente umgebraucht lassen, wenn sie die Gesellschaft auseinanderdividieren. Ich nehme die Frage mal gleich rüber. Was müsste denn geschehen, damit weiße Männer, die die Macht in der Hand haben, bereit wären, die Macht mit nicht weißen Männern und gar mit nicht weißen Frauen zu teilen? Ich weiß gar nicht, ob die wirklich so dumm sind. Also ich denke, dass dieser
Einfach reinschmecken? Also verstehe, so einfach ist das. Ich weiß gar nicht, ob die wirklich so dumm sind. Und ich meine, klar, das Argument, dass sie sehr viele Ressourcen verloren gehen, wenn man bestimmte Menschen ausschließt, das ist bei Frauen, bei schwarzen Menschen natürlich der Fall. Das ist natürlich ein Nachteil für die Gesellschaft, aber ich denke schon, dass es ganz klar um den Machterhalt geht. Also Dominanzkultur gibt niemals oder hat niemals in der Vergangenheit gerne Macht abgegeben. Und ich bestimme über in dieser Gesellschaft, ich gebe die Normen aus, ich gebe die Spielregeln aus und profitiere natürlich auch und habe ganz klare Privilegien davon. Also ich denke schon, dass es relativ bewusst gemacht wird, dieser Abwehrkampf, also dieser Machterhalt, dass der praktisch vorangetrieben wird. Und ich denke, es ist an uns, diejenigen, die jetzt marginalisiert werden oder diskriminiert werden, ausgegrenzt werden, diese Macht uns einzufordern, also zu holen und zu sehen, dass wir Einfluss bekommen. Aber wie? Dass jemand, der Macht in der Hand hat, das gerne nicht abgeben möchte, das verstehe ich gut. Mhm. Ich verstehe aber nicht, wie ich ihn dazu bringe, zu sagen, aber doch, gib mir auch was davon ab. Das ist die Frage. Also mal runtergebrochen für Aktivisten oder für Aktivistinnen. Ich bin der Meinung, wir sollten diese unverbindlichen Roundtable-Geschichten verlassen. Also entweder wir sprechen mit den Leuten wirklich in verbindlichen Strukturen, dass wirklich auch klar wird oder so. Ich spreche mit den Leuten auch, die wirklich auch was verändern wollen oder auch die Möglichkeit haben, was zu verändern und dränge darauf, da in diese Strukturen reinzukommen mit Self-Empowerment, mit Organisationen. Und diese ganzen, wie gesagt, diese Roundtable-Geschichten, die dann immer so ein bisschen so, man unterhält sich, man plaudert so ein bisschen, man aber bewirkt aber nicht wirklich eine Veränderung oder spricht nicht mit den Leuten, die wirklich auch sagen, okay, wir geben, der Sonne hat es gesagt, Gesetze zum Beispiel, ne? Es geht wirklich um Gesetzesänderungen beispielsweise. Mhm. Schon klar. Wir beiden haben jetzt eine gute Idee, wie man vorgehen könnte in der Polizei, in der Bildung, im Gesundheitsbereich. Wie kriegen wir das eigentlich an diejenigen, die darüber zu bestimmen haben? Letzten Endes, wir sprechen vom Parlament, nicht wahr? Also wir müssen ja da eine Entscheidung herbeiführen. Wie stark kann unser Einfluss sein? Es geht doch immer wieder um diese banale Frage, wie können Minderheiten ihre Stimme laut erheben und gute Argumente ins Feld führen? Naja, unsere Kampagnen zeigen ja schon, dass es auch Einflussmöglichkeiten gibt mit wohlgesonnenen Parlamentarierinnen zum Beispiel. Ne? Die Leute gibt es ja, es ist ja nicht so, dass jetzt die gesamte Gesellschaft sich gegen uns stellt auf jeder Ebene, sondern es gibt in jedem Bereich auch Menschen, die sagen, okay, sie haben ureigenes Interesse, entweder weil sie selbst betroffen sind oder weil ihnen einfach die Systematik oder das System nicht passt, was zu verändern. Und mit diesen Menschen muss man natürlich ins Gespräch kommen. Mhm. Also Allianzen, damit hatten wir geendet. Ihr Vortrag endete ja mit dem Plädoyer dafür, dass man Allianzen schmieden soll, gemeinsam stark sein soll. Was sind Ihre Erfahrungen? Was funktioniert da am besten? Well, I think, can you hear me? Yes. Thank you. I think the first thing is, yes, we must work together. I made a big strong plea about that earlier. But also, I think the number of practical things we can do. First of all, we have to acknowledge that we're asking people to give up their power. It's very difficult. People won't give up their power. That's one of the reasons the Metropolitan Police in London don't like the idea of what I say. They don't like me. Not surprisingly. I'm asking them to give up their power. Not surprisingly, they don't like that. What can you actually do about it? First of all, I think you can get them to get to know you. So invite people along. So who is the head of all the big corporations in this country, not just government institutions, corporations too. Invite them to come to meet you, but you do have to get something that will tempt them along. So you have to give them, ask them to chair something, ask them to give away an award, anything. So they come to your group and they meet you. I've got a new notion of, instead of all race awareness training, which we have a lot of expensive race awareness training in the police in Britain, we should have, say, all police officers from the very top to the very bottom should spend 1 week every year on unpaid leave, or on paid leave, rather, paid leave, acting as a volunteer in communities different from their own. So a Muslim police officer should work with a white company or a black company. White officers should be working in, we have lunch clubs for the elderly Caribbeans, for example. A wonderful place to meet Caribbean people. So if you spend a week working with people as part of your job, you're not wasting the money on race awareness training, which never works anyway, frankly. But you're actually getting people to connect with black people or Muslim people, whatever they are, from getting to get to know people as people, which is terribly important. So you can do that and be back as volunteers, or you can do that. And the other thing is, I think we have to, that'll do, that's a good example. I think.
Mr. Stone, bevor wir zum zweiten Vorschlag kommen, ich bin jetzt diejenige, die versucht, so ein paar Punkte konkret festzuhalten. Wie kriege ich das hin, dass der Polizeibeamte Meyer in dem Abschnittsbereich, wo ich wohne, eine Woche lang mit mir verbringt, um mich kennenzulernen, um zu lernen, wie Türkinnen und Türken so ticken? Wie kriege ich ihn dazu, wenn er das nicht freiwillig macht? A, wenn sein Arbeitgeber das nicht unterstützt und ihm den Rahmen dafür bietet. Also die Idee verstehe ich schon, es würde was bringen als Effekt. Aber wie geht so etwas denn wirklich praktisch? Müssten wir da nicht sagen, der erste Schritt ist dann eben zu versuchen, Einfluss zu nehmen auf die Qualifizierung der Menschen, die dort arbeiten? Muss das nicht Teil der Ausbildung und der Fortbildung sein? Oder denke ich da zu eng in pädagogischen Bahnen? No, I agree with you entirely. Of course, it should be part of our educational training. But I think the other thing is to make the business case to people. You can meet them. You have to meet these people. Go and ask to meet them first of all in their own environment where they feel safe, and you have to make the business case. If you're a police commissioner, and you can actually get close to the people you're serving. Surveys have shown in Britain, for example, that inner city areas, the people most likely to be victims of crime are people from black and Asian backgrounds. Now, if you want to have a good clear-up rate for crime, you have to have people coming forward to report crimes and to act as witnesses. Is that not working? Oh, sorry. Think about it. Thank you very much. Now you can put your hand away from your ear now. Then. So I do apologize. I'll try it again. Yes, the business case may actually get people on. So you have to maybe go into their offices and tell the commissioners of police that if you've got the same sort of surveys that we have, which I suspect you have, if you haven't, you should do them, which is the people who are most likely to be victims of crime are come from minority communities in the inner city areas. So if you want to have a good clear-up rate of crimes in the inner city areas, you must have trust and confidence from those communities so that people will come forward to report crimes and also to come forward to act as witnesses. So it's up to him. He's really got a business case to meet and get to know people from those minority communities and listen to you on how they can build up trust and confidence. Then you can invite him to come and give an award or whatever it is you want to do, just flatter his immature attitudes. But so I'm thinking, what I'm saying is, it's very important to make the business case to the people, and then maybe he's on board, and then you'll say, well, how do I do that? How do I get trust and confidence? Well, then you're on your way. So you've got him trapped. You've actually got him wanting to do it because he can realise it's in his interest to connect with Muslim communities or whatever they are. Does that make sense? Is that good enough for you? Mm-hmm. Not enough. Das kann ich gut nachvollziehen, aber mein zweiter Zusatz wird dadurch nicht unwichtiger zu sagen, es ist ja nicht die Entscheidung des Polizeibeamten allein. Dann muss ja sein Arbeitsplatz so strukturiert sein, dass er auch von seinem Chef die eine Woche freikriegt, dass die Rahmenbedingungen da sind, dass das als Fortbildung oder Ausbildung gilt. Also er macht das ja nicht als Hobby am Wochenende, oder? Muss das nicht Teil des Vorgehens der Institution werden? So paid leave. So I beg your pardon, I started off by saying unpaid. I meant paid leave. So it's not really leave, it's part of the job. That's what I'm saying. Right. But that's only one little winsome way of doing it. What I'm saying is there are many ways of doing it, but I think the crucial thing is to find out what's on his agenda, it's on your agenda. If you want to work with people in power, find out if it's the Prime Minister or the Chancellor or whatever it is, what can we do that'll help them? And then when it comes to clear up rates of crime, that's the thing that really does it. It's a business case. And also, of course, if they're wasting some of the talent, like I'm saying, again, that'll be a business case. So, but you have to engage with them first of all, and then you give them the hook. You hook them with something that's going to help them in their agendas. And then maybe, don't forget also, I think most Turkish people in this country, do you have the vote? Turkish people have the vote here? Or not? You do have the vote. Do you have the vote? Salim, do you have the vote? Nine. Yeah, well, I thought those are the citizens. Now, are there some areas where the whole election could turn on the Muslim vote or not? No. Oh, well, I'm sorry. Well, we have it in Britain. So we'll export our benefits to you if we can. Thank you. I believe in a free market. You can have the benefits of what we've learned in our country, if we can learn the benefits of what you've done. Mm-hmm. Eine Frage hier, dann nehme ich auf, was von hier. Ihr Amt ist ja damit beschäftigt, immer wieder Schritte in Richtung Nichtdiskriminierung auch umzusetzen in diversen gesellschaftlichen Institutionen und Milieus. Welche Ihrer Strategien von Ihrem Amt aus haben denn am besten gefruchtet, um die Zielgruppe davon zu überzeugen, dass Nichtdiskriminierung von Minderheiten in Ihrem ureigensten Interesse ist? Dafür wird ja hier ein Plädoyer gehalten. Die Mehrheit soll erkennen, es ist ihr
Gewinn, wenn sie andere nicht diskriminiert. Wo hat es denn gut geklappt? Also, es ist jetzt nicht so leicht zu beantworten. Also ich denke, dass das, also wie Frau Lüders ja schon in ihrem Vortrag erwähnt hatte, was die anonymisierten Bewerbungsverfahren angeht, es zum Teil sehr schwierig war, auch mit Unternehmen, also Unternehmen zu überzeugen, mitzumachen. Und die ADS hat ja die Koalition gegen Diskriminierung, also diese Absichtserklärung, gestartet. Und im Endeffekt haben von den 16 Bundesländern bis jetzt auch nicht so viele jetzt die unterzeichnet. Also es ist ein zähes Geschäft und man muss viel Überzeugungsarbeit leisten. Und es ist natürlich auch immer etwas von den politischen Konstellationen abhängig. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, also weil jetzt die Frage war, wie kriegen wir das auch sozusagen zu den Polizeibeamten? Und wofür sich die ADS einsetzt, ist, dass es diese Antidiskriminierungskonzepte auch gibt in Behörden. Und was natürlich auch hilfreich ist, ist, wenn natürlich auch gesetzliche Grundlagen entsprechend dafür da wären. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass ja in Berlin es einen Entwurf gab für ein Landesantidiskriminierungsgesetz, wo so etwas wie Diversity Mainstreaming auch ein Bestandteil war. Also ich, ja. Also auf die gesetzliche Ebene. Jetzt haben zwei Wortmeldungen direkt dazu. Vera Eggenberger vom Büro zur Umsetzung von Gleichbehandlung. Das Phänomen, über das wir sprechen, versuchen wir oft zu simplifizieren. Ich befürchte, es ist nicht möglich. Es ist ein komplexes, ein sehr umfassendes und ein gesellschaftliches Problem, das wir ganz offensichtlich in den letzten 30 Jahren nicht in den Griff gekriegt haben. Deswegen ist es vermutlich auch nicht hilfreich, es immer in simplifizierte Kontexte zu bringen. Es wird dann nicht besser, ein Ergebnis zu erzielen. Ich glaube, dass wir in der Tat auf das große und ganze Bild gucken müssen. Und das beinhaltet sowohl die Politik als auch den rechtlichen Rahmen, als auch eine allgemeine Kommunikation zwischen den Akteuren, eine klare Zielsetzung, wo will man eigentlich hin und so weiter und so weiter und so weiter. Das macht unsere Debatte nicht einfacher, aber ich glaube, wenn wir es negieren, dass es komplex ist, werden wir auch nie in die Richtung kommen zu sagen, wir müssen Schritt A und Schritt B und Schritt C tun, hoffentlich in der richtigen Chronologie, um auch langsam, aber sicher vorwärts zu kommen. Alles andere als einfach, aber ich glaube, dass wir es trotzdem angehen müssen. Dankeschön. Zweite Wortmeldung war hier direkt dazu. Ja, Michael Panwitz vom Institute of Cultural Affairs. Also Ausbildungsinhalte. Ich war auch in Polizeiausbildung, auch nationale Polizei tätig. Und ich glaube, das macht auf jeden Fall Sinn, dass es auf jeden Fall Teil der Struktur wird. Gleichzeitig finde ich den Kommentar interessant von Mr. Stone. Und vielleicht gibt es im Rahmen der Bildungsurlaubsgesetze eine Möglichkeit, also dass man, wer auch immer, sich zusammenfindet und ein Konzept entwickelt, dass sowas wie Besuche in der Community und eine Reflexion darüber im Rahmen von einer Woche als Bildungsurlaub auch genommen werden kann, dass man so ein Konzept und dann gezielt an die Gruppen herantritt, von denen man möchte, dass sie diese Form von Fortbildung auch wahrnehmen. Genau, also das geht in die Richtung, da spricht aus mir die Gewerkschafterin, die sagt, so etwas muss man festschreiben und dem Arbeitgeber sozusagen an die Hand geben, dass der Arbeitnehmer nicht darum bitten muss, ich als Herr Meier wäre jetzt mal interessiert am Interkulturellen, sondern dass klar ist, das kann ich einfordern, das ist legal, das ist legitim, es ist gewollt von der Institution. Wir sprechen ja heute nicht über Herrn Meiers Psychologie, sondern ob die Institution darauf positiv reagiert oder nicht. Genau, bitte eins noch dazu, bitte. Ich meine, das, was Herr Stone uns gesagt hat, ist wirklich unglaublich wichtig, nämlich, dass man, wenn man die Mächtigen für sich gewinnen will, man einen Weg finden muss, um ihnen zu vermitteln, dass es ihnen auch
nützt. Und das ist natürlich, wenn man in Konfrontation denkt, ist das eine schwierige Geschichte. Wenn man aber in Einheit denkt, dass wir gesellschaftliche Probleme haben, die wir gegenwärtig lösen müssen, und dazu gehören Probleme, die durch die Globalisierung entstanden sind und durch die sehr starken Wanderungsbewegungen, dann bekommt es einen ganz anderen Geschmack. Und ich meine, wenn wir uns darauf konzentrieren, dass wir Aufgaben haben, die wir heute lösen müssen, und zwar in jedem dieser Länder. Insofern fand ich das auch sehr gut, dass Herr Stone heute hier war, weil es zeigt, es ist nicht nur ein deutsches Problem, sondern es ist ein internationales Problem. Da muss man nur nach Frankreich oder wo auch immer hingucken. Wir müssen uns darauf konzentrieren, dass wir Aufgaben haben, die wir lösen wollen und die wir nur dann lösen können, wenn wir sie gemeinsam lösen. Und das ist eine ganz andere Strategie, als wenn ich die ganze Zeit schimpfe und sage, das und das und das gefällt mir nicht und es muss anders sein. Und ihr seid diejenigen, die diese Aufgabe habt, es zu lösen. Mhm. Wieder der Begriff der Allianz, der kam ja auch hier. Nicht alle sind eine homogene Gruppe. So habe ich das verstanden. Wo sind die Verbündeten, war hier die Frage, nicht wahr? Also diese Frage rückt ja jetzt immer mehr ins Zentrum. Wer sind die Verbündeten? Bitte schön, eine Wortmeldung und dann hier und hier wieder zurück. Ich möchte etwas anknüpfen an dem, was du seinem immer wieder angesprochen hast, was aber auch Richard Stone vorhin gesagt hat. Wir können machtwirksame Strategien entwickelt werden. Ich würde gerne einfach mal einen Impuls aus einer Veranstaltung vor 2 Wochen hier reinbringen. Wir haben hier Heinz Buder hier gehabt und wir haben diskutiert über Inklusionspolitik und Zusammenhalt der Gesellschaft. Und Heinz Buder sagte, verabschiedet euch doch von dieser Inklusion, weil das einfach nur eine Wohlfühl Konzept ist. Eine echte Veränderung, also gerade um Bekämpfung von Ausschluss, Rassismus, Diskriminierung, muss man eigentlich wieder zu Werten wie Solidarität zurückgehen, weil das etwas Verpflichtendes auch hat. Also nicht etwas, bei dem alle irgendwie sich wohlfühlen, sondern dass jeder auch etwas tun muss und auch abgeben muss. Weil wenn wir von Macht reden, reden wir auch von Privilegien. Wenn wir bei dem Thema Rassismus sind, sind wir schnell auch bei dem Thema Privilegien. Wenn wir Strukturen verändern wollen, geht es dann auch um Arbeitsplätze. Es geht dann auch um Teilhabe in verschiedenen Bereichen, also auch Power Sharing und dann und so weiter, Privilegien. Und wie schaffen wir eine verbindliche Allianz zu bilden, die auch jede Bürgerin, jeder Bürger auch anspricht und sagt, ja, ich solidarisiere mich. Und bin ich auch bereit, von meinem Privileg abzugeben, was unheimlich schwer ist und auch vorzustellen ist. Das war hier, bitte. Susanne. Ja, Nuran Yid vom Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin. Ich habe sehr ambivalente Gefühle, wenn ich höre, dass es den Machthabern nützen soll. Was machen wir, wenn ein Mensch nicht in dem Sinne zahlenmäßig nutzbar ist? Das bleibt doch trotzdem ein Mensch. Also mir behagt das nicht, aus der betroffenen Perspektive sage ich mal, behagt mir das nicht, dass wir jetzt hier anfangen von Nützlichkeit und von Leistung und was wir alles verloren können. Es geht nicht darum, dass wir in dieser Gesellschaft nicht nur die Qualitäten dieser Menschen verlieren, sondern wir verlieren eigentlich noch viel mehr. Wir verlieren eigentlich alle ziemlich viel an Würde, würde ich mal sagen, wenn wir so viele Menschen ausschließen. Also Ich möchte nicht, dass diese Diskussion jetzt in diese Richtung geht, was haben wir für Nutzen davon, zahlenmäßig oder wie auch immer. Es gefällt mir irgendwie nicht. Und ich möchte auch nicht, dass ein Polizist in meine Familie kommt, um mich kennenzulernen, weil ich bin gar nicht so viel anders als seine Familie, sorry. Ich sehe nur vielleicht anders aus, ja, aber ich bin nicht anders und ich möchte auch gar nicht irgendwie beweisen, dass ich anders bin. Und das gefällt mir auch nicht. Und warum muss ich dann, das erinnert mich an dieses eine Projekt Rent an Immigrant oder so. Also,
auf diese Ebene, ach, das haben wir alles schon hinter uns. Wir leben schon, wie viele Jahre, seit wie vielen Generationen leben wir dann schon hier, dass wir irgendjemandem irgendwas noch zeigen und erklären und beibringen müssen. Also ich finde, wir sind eigentlich schon viel weiter und irgendwie bin ich sehr ambivalent. Ich bin auch gerade sehr emotional. Also irgendwie gefällt mir das nicht. Ich denke, ja, Machthaber müssen Privilegien abgeben, aber das funktioniert meiner Meinung nach aus der betroffenen Perspektive nur durch Druck, durch Nerven. Wir müssen sie nerven, wir müssen sie auf die Füße treten, wir müssen aktiv werden, wir müssen einfach unangenehm werden, wir müssen einfordern. Es bringt nicht so, diese Kuschelpädagogik bringt einfach nichts mehr. Okay, das war ja meine Frage, genau auch in die Richtung, ob es das was bringt oder ob wir, wie schaffen wir sie dazu zu bringen. Diese Nützlichkeitsdiskussion, die hat ja auch Mark Terkesidis heute Morgen angesprochen. Er brachte das Beispiel und sagte, wenn einer dauernd sagt, Ausländer sind faul, dann ist es sinnlos, dagegen sich zu stellen und zu sagen, nein, nein, das stimmt aber nicht, die sind total fleißig, weil wir machen ja dasselbe Spiel dann mit. A, wir definieren ja die Gruppe, als homogene Gruppe mit Zuschreibung und so weiter. Und eben natürlich dieser Nützlichkeitseffekt. Das heißt, was machen wir denn, wenn irgendwann mal nicht mehr Arbeitskräfte benötigt werden? Dann zieht ja das Argument nicht mehr. Vollkommen richtig. Aber in diesem Feld bewegen wir uns. Nuran ist die Erste, die sagt, wir kämpfen. Da würde ich aber gleich nochmal auf dich zurückkommen und genau fragen, wie kriegen wir die Parlamentarier dazu, unser Lieblingsgesetz jetzt doch zu verabschieden, was wir beiden hier gleich schreiben werden, mit Kämpfen und Nerven. Aber einmal zurück aufs Podium. Erst war hier eine Reaktion. Bitte. Also ich schließe mich dem an, dass wir brauchen eigentlich einen Mix von Argumenten. Und Recht ist das eine, also sich auf Recht und Gesetz zu beziehen und Gesetz auch umzusetzen. Die ADS hat ein Projekt gemacht, das hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen, zu Diversity Management in Verwaltungen. Da sind verschiedene Verwaltungen zusammengekommen und haben einmal auch reflektiert in Workshops, was funktioniert nicht. Und dazu gibt es auch eine Handreichung, in der auch verschiedene Argumente gesammelt sind. Also und natürlich ist es ein Argument zu sagen, wir brauchen das in Hinsicht auf den demografischen Wandel. Aber die Umsetzung von Gesetz, also von des AGGs, aber auch sonstigen gesetzlichen Regelungen spielt für die Verwaltung natürlich auch eine große Rolle. Mr. Stone, Ihre sympathische Idee findet nicht so viel Resonanz bei uns. Ich will auch keinen Polizisten zu Hause haben. Was machen wir jetzt? Well, I agree with Vera. I'm very impatient. And in fact, I started off by saying I get emotional about these things. I was expecting to give a little weep somewhere along the line. I haven't had one yet. But on the other hand, I agree with you entirely. I'm angry like you are. But we have to harness that anger. It's terribly important. When you come up against somebody who's not willing to make the change, don't waste your time. I believe that we have walls and we can push on the wall. And you're no good at pushing, the wall doesn't move. Every now and again you get to an area where there's a little bit of push, you push, 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 and then a few bricks begin to fall off. And then suddenly, all of a sudden, the whole wall falls down. You get that guy. He's the last in the land. Is that clear? Oh, I'll do it again. I'm so sorry. I'm as impatient as you are, but you have to. We're all surrounded by walls. Push the wall, and if it doesn't give, don't push there. Push where it begins to give a little bit. Then when it gives a little bit, keep pushing, then the bricks will be able to fall off then, and they'll spread to the other parts. In the end, you'll get that guy who's behind that would never be. Anyway, by which time, hopefully, he's been changed. He's died, or he's been replaced by somebody else. Vera also, I'm impatient with Vera, is Mr. and Mrs. Lawrence. She said to our inquiry, the mother of this boy, she said, my son, if he had lived, maybe he was the one to bridge the gap between black and white, because he didn't see people as black or white, he saw people as people. Absolutely vital. I just think sometimes another argument we haven't used is that, don't forget, we're talking about people here who've got a religious background. Whether they practice the religion or not, I don't know. But the people of the book, the Jews, Muslims and Christians, certainly the Jews and the Christians, have in the Torah, and the Genesis and Exodus, particularly in Exodus, they have, you should love the strangers, you should love your stranger as yourself. You love your neighbor as yourself. But it also says 36 times in the book of Exodus, you shall love the stranger, for you are strangers in the land of Egypt. So it tells you the love that the stranger is different from your neighbor. I regret to say some rabbis in the past have said love your neighbor as yourself means love your Jewish neighbor. But you can't say that about love the stranger, because you are the stranger in that. The point about it is you've got to love people who come from a different background from yourself, come from a different place where you are. So in fact, if you want to appeal to people's religious teachings, 36 times it tells you in the second book of the Bible, you should love the stranger. And I think that's a good one. I've got other things, but we'll come back to them later. Maybe.
Mm-hmm. Did you want to add to that one? Direct? Yeah. Direct? Also ganz ehrlich, ich möchte eigentlich gar nicht geliebt werden. Das ist gar nicht mein erstes Ziel, sondern ich möchte einfach die gleichen Rechte haben. Ich möchte einfach mein Leben hier leben, mich selbst entfalten können und dieses Recht möchte ich einfach haben. Ich möchte gar nicht geliebt werden. Also wenn ich dann geliebt werde, schön und gut, aber darum geht's gar nicht. Es geht um Wertschätzung, um Anerkennung, es geht um Rechte, es geht um ganz andere Dinge, finde ich. I agree, but I've come across people who won't change it. If they won't change it, sorry. We'll communicate by satellite in a minute, right? I agree with you entirely. I really do think that if you've got to give people one chance, the hardest racist, I'll give him one chance to show he's got made one step on the road that I'm on. If he's got one step, I'll help him willingly. But if he's not, we're not going to waste my time. You've got to recognize you've got to make the change where you can. So maybe some of his friends you might be able to get at him. There are a lot of people I don't want in my home either, I can assure you. I don't have to have them in my home. But I can at least they can begin to be geared for some respect for me because the sort of things I say to them. You've got to, like what I said about my black friend, this is not negotiable, my friend. You say, that's the end of it. You either do this or I'll tell with you. I'm not going to bother with you. I agree with you. You can't get people on your side who don't want to move. The deniers. You've got to work on the people who are nearly there, my view. Mm-hmm. Bitte schön. Bitte. Dankeschön. Ja, Jens Schneider, Universität Osnabrück. Ich finde die Attitude oder die Haltung total richtig und total wichtig, aber ich fände es auch gut, vielleicht einfach über konkrete Bereiche zu sprechen, in denen man vielleicht jetzt sich einigen könnte, dass da vor allen Dingen Action nötig ist. Und ein Feld, ich glaube, es ist auch zum Teil genannt worden, ein Feld ist Schule und Rassismus. Ich glaube, das ist ein Riesenproblem, ein Riesenfeld und es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn da parallel einfach koordinierte Efforts stattfinden würden, um einfach mal zu sagen, wir müssen Schule als Institution, muss berührt werden. Durch Wut vielleicht, durch Trainings für Lehrer, vielleicht auch eine Veränderung in der Lehrerausbildung, auf jeden Fall eine konzertierte Aktion, einfach zu sagen, das ist jetzt ein Thema. Schule und Rassismus ist einfach ein Thema, es liegt auf der Hand und da muss ganz dringend was passieren. Das ist kein Spaß mehr. Ein anderer Bereich, glaube ich, und dann hätte man ja schon zwei große Bereiche, ist der Zugang zum Arbeitsmarkt. Also ich glaube, was die meisten Studien sagen, ist, dass wenn Leute erstmal einen Job haben, dann ist das Problem Diskriminierung eigentlich nicht das Hauptproblem. Aber das Problem ist eben der Zugang zum Arbeitsmarkt. Ein bisschen was haben wir schon gehört dazu. Auch da könnte man ein großes Thema, und dann eben würde ich auch Richard Stone also folgen, welche Möglichkeiten gibt es, um eben mit Arbeitgeberverbänden, mit Arbeitgebern und so weiter zu sprechen, um einfach zu sagen, Leute, das ist ein Problem. Und ein großes Ding, was ich denke, das ist schon ein Riesenfortschritt, den wir heute hier hätten machen können, wenn man immer wieder sagt, das Problem am Rassismus oder Diskriminierung ist das Problem der Mehrheitsgesellschaft, ist das Problem der bürgerlichen Mittelschicht, dass wir endlich da rausholen, Diskriminierungsproblem von denjenigen, die davon betroffen sind, sondern es ist eben fest verankert, auch in den Identitätskonstruktionen von deutscher Mittelschicht. Ja, es ist ein Aspekt von Othering, der einfach tief verankert ist. Und deswegen, glaube ich, muss man das immer wieder das auch ansprechen. Und da ist nämlich eine Ebene drin, die ist mir bisher völlig zu kurz gekommen und die ist überhaupt noch nicht benannt worden, nämlich die symbolische Ebene. Also welche Action wäre möglich? Welche symbolischen Dinge könnten wir uns mal überlegen, um einfach klar zu machen, so hier reden wir jetzt über was ganz anderes. Und ich habe das schon ein paar Mal versucht, immer mal einzubringen. Ich finde, wir bräuchten mal eine symbolische Kampagne der Anerkennung der ersten Generation der Einwanderer in den 60er, 70er Jahren, die Aufbauleistung in Gänsefüßchen der Gastarbeiter. Warum nicht mal eine Kampagne Bundesverdienstkreuze für die ersten Generationen? Die zweite symbolische Aktion, eine große Kampagne gegen das Optionsmodell im Staatsangehörigkeitsrecht. Das wird überhaupt nicht diskutiert. Dabei haben wir genau jetzt die große, nein, ich meine in der großen Breite, Entschuldigung, natürlich wird es diskutiert unter uns, aber nein, da gibt es Kampagnen, Plakate, Infos, also das dann nicht könnte vergessen. Die Bundeszentrale für politische Bildung jetzt mal aufstellen und sagen, wir wollen jetzt das aber auch, wir geben mal ein paar von unseren Millionen da rein, dass das auch wirklich breit an den Litfaßsäulen und so weiter hängt. Oder dass es sehr effektiv als Lobbyarbeit eben im Bundestag passiert. Also das Ding muss einfach sofort weg. Aber als symbolische Aktion, also nicht nur als Gesetz,
was weg ist, sondern auch als symbolisches Moment zu sagen, die Anerkennung, die zweite Generation, die Kinder, die hier geborenen Kinder von Einwanderern, sind selbstverständlich Deutsche ohne Wenn und Aber. Also das muss mal deutlich gesagt werden, meine ich. Also eben nicht von mir, das nützt natürlich überhaupt nichts, aber dass man die richtigen Leute findet, um das auch wirklich klar zu sagen, dass man das mal rausholt aus so einer bestimmten Dings. Mhm. Ganz hinten war eine Wortmeldung, bitte. Hallo? Ja. Narod Kasa von der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich habe eine Frage an die Vertreterin von der ADS. Ein bisschen ranhalten, bitte. So, hallo. Ja. Okay. Ich habe eine Frage an die Vertreterin von der ADS. Und zwar, es geht darum, wir haben ein bisschen was gehört über das Budget, wie hoch das Budget ist der ADS etc. Und wenn man ein bisschen die Vorgeschichte kennt von dem Gleichbehandlungsgesetz, wie lange das gedauert hat, dass es überhaupt in Kraft tritt. Die Frage ist, wie arbeiten Sie selber in Ihrer Institution, wenn man sich selber mit anderen Instituten vergleicht, selber diskriminiert wird? Und wie ist dann die Perspektive zu anderen Institutionen? Habe ich nicht verstanden. Wenn die Mitarbeiter der Einrichtung selber dort diskriminiert werden? Wenn man sich die Budgets der ADS anschaut und die Geschichte des Gleichbehandlungsgesetzes, wie lange das gedauert hat, dass es wirklich erst durchgesetzt wird. Wie ist dann die Struktur, die Arbeit an sich? Man weiß selber, dass man diskriminiert wird im Vergleich zu anderen Institutionen. Wie das die Arbeit prägt, weil für mich ist das ganz interessant zu sehen, weil Frau Lüders hatte vorhin auch angesprochen, dass sie 150.000 Euro Jahresbudget für Öffentlichkeitsarbeit haben. Das heißt, es gibt viele Leute, die wissen überhaupt nicht, dass es die Möglichkeit betrifft. Ja. Also wir arbeiten auch daran oder beziehungsweise also sagen auch immer wieder, dass natürlich die ADS mehr Geld braucht. Also es ist auch etwas, was Nichtregierungsorganisationen auch immer wieder fordern. Und ich kann auch nur ermuntern, das auch immer wieder zu fordern. Ja, also das ist dann Sache der Parlamentarier auch ein Stück weit zu sagen, okay, dass der... Wir sehen, das Problem ist gar nicht so fremd. Ich sehe es mal positiv. Diejenigen, die dort arbeiten, wissen, worüber sie reden. Das ist doch schon mal ein Fortschritt. Ne? Wissen, dass da auch Diskriminierung stattfindet, wie schwierig es ist, dicke Bretter zu bohren und vom Finanzministerium oder Außenministeriumsetat Gelder rüberzuleiten. Das geht hier allen genauso. Hier zwei Wortmeldungen noch und dann bitte. Yes, you can. I just wanted to respond to the gentleman there. I think you're absolutely right, but unfortunately the person you should have been putting the question to has left, Dr. Lüders. So it's really unfortunate that her junior person here, regardless of her status, she's the boss needs to know. I think you need to write to her now, Dr. Lüders, saying you raised this question here with somebody who obviously hadn't got the authority to be able to answer in real terms, but these are the questions we put. It's got to follow up, we've got to be badgering people. And there's a concept I find in my looking back over the years. If you want to get some change, you have to find whoever's the person to make the change. You get all their advisors, and people advising them from all different directions on the same sort of thing, and suddenly they say, you know, maybe we should be doing what you were saying. They say it's a new idea of mine. Let them have it, their ideas, but if they hear it from enough people, then maybe they'll actually make the change. I don't know, it's just a technique, it might or might not work. I have to say, I'm sorry, I'm improvising an awful lot on response to whatever comes up here. I can just try and think how you can respond to what somebody said. Thank you. Mm-hmm. Also wir alle als Unterstützer von Frau Lüders sozusagen, vom Antidiskriminierungsbüro. Ja, warum nicht? Jetzt mal hier die Wortmeldung, bitte. Mein Name ist Enzab und zwar ich bin die Vorstandsvorsitzende des Vereins Iranisch-Deutsche Brücke. Ich habe vor 2 Jahren an unseren regierenden Bürgermeister, Herr Bovovait, und auch an unserem Bundestag einen Brief geschrieben, ein Schreiben geschickt. Und zwar mit dem Inhalt, wenn wir dann viele, also die nicht Deutsche sind oder nicht ursprünglich aus Deutschland kommen, hier integrieren wollen, dann können wir auch dann bei Bildung anfangen. Also wenn die Kinder 3 Jahre dann alt sind, heißt es dann, also die müssen alle Deutsch lernen. Aber wir müssen den Rest der Gesellschaft auch nicht vergessen, dass sie auch sich dann in diese Gesellschaft integrieren können. Auch so. Und dann habe ich mir auch so eben geschrieben, dann, dass wir dann viele Ressourcen also hier dann haben. Zum Beispiel, als Beispiel habe ich mal genannt, dann viele Taxifahrer, die hier studiert haben. Nicht nur im Ausland, sondern hier studiert haben und die deutsche Sprache auch dann beherrschen,
Und viele von denen Hartz IV dann bekommen oder als Taxifahrer also tätig sind, ob man sie nicht denn umschulen kann und als Lehrer in die Schulen schicken kann. Weil wir wissen schon, der Seite, also meinte, also die Lehrer brauchen kein Beamter zu sein, sondern nur ein Angestellter. Viele haben dann Berlin verlassen und wir haben dann Lehrermangel. Und da habe ich mal auch die Gründe genannt, warum das ich dann wichtig finde. Und zwar, weil diese Kinder, ich habe 2 Jahre lang als ehrenamtliche Mitarbeiterin also an Schulen gearbeitet und ich habe auch gesehen, wie wichtig das ist, dass diese Kinder auch dann mitbekommen, als Vorbild, dass nicht nur die Lehrer Deutsche sind, sondern auch die Lehrer aus anderen Kulturen dann kommen. Ja. Also Vorbild ist das. Und, okay, das Argument ist jetzt angekommen. Ich kann dazu nur sagen, rein juristisch, politisch, es gibt einen Beschluss in Berlin, im Land Berlin, dass Referendarinnen mit Migrationshintergrund sogar vorrangig eingestellt werden sollen. Ist aber die Tücke bei der ganzen Sache, dass es pro Jahrgang nur 7, 8, 9, 10 Referendarinnen mit Migrationshintergrund gibt, weil die eben vor 7, 8 Jahren, als sie Abschlüsse gemacht haben, waren es so wenige. Und wer eben Deutsch als Zweitsprache mitbringt, der hat es ganz schwer, im Bereich Lehramt ein Studium zu absolvieren. Wir haben einfach das Problem, dass wir gar nicht genügend Personen haben, weil die Problematik schon vorher lag. Im Studium, im Gymnasium, im. Also das heißt, wir müssen heute starten mit den Kindern an der Grundschule, damit wir in 10, 11, 12 Jahren genug Referendarinnen mit Migrationshintergrund haben und die dann auch reinboxen. Also aber ist ich wollte auch die Antwort von Herrn Wubber Ihnen erzählen. Ja, das bitte. War sehr interessant. Er hatte da anstatt, dass er dann darauf eingeht. Ja, ich meinte, dass wir dann also diese Menschen, die also hochqualifiziert haben, dann hier einstellen, dass man den einstellt. Dass die Antwort war das so, wir haben also das Gehalt von Lehrern um 1.000 Euro erhöht und damit, diese Lehrer brauchen dann keine Beamte zu sein, sondern sie bekommen dann 1.000 Euro brutto mehr und damit sie auch dann also nicht in andere Bundesländer umziehen. Das war die Antwort. Okay, das stimmt so nicht. Also die Realität stimmt nicht. Ich habe die Antwort schriftlich. Genau. Gut. Jetzt nehme ich noch 2 Wortmeldungen und dann muss ich hier, ich widme mich an die Zeit jetzt halten. 3 sind es geworden. Hier war es aber dann kurz, bitte. Sie waren schon 2-mal dran und hier und du. Und ja, vielleicht ganz kurz einfach. Meine Frage ist, wir haben einen sehr wichtigen Aspekt bei dieser ganzen Diskussion vergessen und das ist sozusagen die Rolle von Medien in diesem ganzen gesellschaftlichen Projekt. Weil das Bild, was wir in unseren Köpfen haben, ist auch maßgeblich geprägt von den Medienbildern, die in unseren Köpfen haben. Gestern war ich in Linz auf einer interessanten Konferenz, in der es tatsächlich um Brückenbauen ging. Und ein hochrenommierter Professor, der aus Deutschland kam, der dort über Diversity und sonst referierte, teilte dann sozusagen den Podium dann mit. Aber das gilt leider nicht für Türken, weil Türken haben in dem Kontext, weil Türken, wenn türkische zum Beispiel Menschen, Jugendliche heiraten, dann müssen sie beispielsweise erst ihren Eltern fragen. Und dann heiraten das in einem Kontext, wo sozusagen Kritik, wissenschaftliche Kritik an diesen Ethnisierung und an diesen sozusagen Culture ging. Und er sagt, ja, Klammer auf, aber Türke nicht, Klammer zu. Also durchaus ein hochrenommierter, interessanter und intelligenter Mensch, der aber sein Rassismus nicht nur nicht bekämpft, sondern auch sehr offen damit umgeht. Und das Bild, das in solchen Köpfen entsteht, und jetzt lassen Sie uns mal über Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen und was weiß ich reden. Das, was wir in den letzten Tagen an Studien mitgekriegt haben, Rassismus, fast 40% in den neuen Bundesländern, in ländlichen Regionen, ja, die dann rechtsextrem sind und so weiter. Meine Frage jetzt, inwieweit wird tatsächlich sozusagen das Bild, das Medienbild, ne, aktiv mehr Migranten in den Medien als Redakteure, aber auch tatsächlich sozusagen Medienmacherinnen und Macher. Zweitens sozusagen auch Kooperationen zwischen eben Medien und solchen Migrantinnen-Selbstorganisationen und so weiter und so fort. Haben Sie dort in Großbritannien solche Erfahrungen?
Wird das in wissenschaftlichen sozusagen Kontexten bei Ihnen zu Hause diskutiert und gibt es bei Ihnen sozusagen Erfahrungen in diesem Bereich? Mhm. Leider werden nicht alle drei darauf antworten, aber wir greifen es jetzt auf. Das schaffen wir nicht. Bitte, letzte. Ja, Eberhard Seidel von Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Und wir teilen seinem Kleff, die Tagesmoderatorin und ich, die Macht oder versuchen uns die Macht zu teilen bei Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja diese Tagung heute ein Ergebnis von der Initiative der türkischen Gemeinde Deutschlands, also nach dem Bekanntwerden der NSU-Morde zu laut zu verkünden in die Gesellschaft hinein, Rassismus ist das Problem, so habe ich das wahrgenommen, und dann auch zu einem Meeting einzuladen, an denen also die Menschen, die also das Thema für sich für wichtig erachten, darüber diskutieren. Wenn ich dann mal die Diskussion jetzt, vor allem die Abschlussdiskussion des Tages hier nehme, sage ich jetzt als Angehörige der Mehrheitsgesellschaft, so richtig beunruhigt muss ich nicht sein, dass die Macht in irgendeiner Form in Frage gestellt wird, also von der Runde, die hier zusammengekommen ist, weil eigentlich die Diskussion sehr interessant angefangen hat hier, nämlich also machtpolitische Fragen zu stellen und also auch darüber sich zu verständigen, wie Strategien entwickelt werden können, tatsächlich, also die Mehrheitsgesellschaft den Preis so hoch zu setzen, damit die Mehrheitsgesellschaft, also die Macht in den Händen haben, also bereit sind, Macht abzugeben. Leider ist es ein bisschen so in der Diskussion jetzt in einzelnen Beispielen versandet und mit Goodwill-Aktionen, was man machen müsste, also über Nützlichkeit wurde gesprochen. Nuran hat ganz klar ihren Unmut darüber geäußert, den ich sehr gut nachvollziehen kann. Für mich ist die Frage, die eigentlich bleibt an dem Tag, ist, gibt es in der Bundesrepublik Deutschland oder in Berlin irgendjemand, der also eine Strategie entwickelt, also die in irgendetwas Sinnvolles münden kann im Sinne von Veränderung von Machtverhältnissen bezüglich also Mehrheiten, Minderheiten. Also das ist für mich so die Frage, die ich jetzt hier mitnehme. Das ist eigentlich eher so eine machtstrategische, machtpolitische Frage. Und ich weiß nicht, an welcher Form das geführt wird, die Diskussion. Vielleicht kann man mir das auch noch hier am Ende der Tagung mit auf den Weg geben. Da wir uns dem Ende der Tagung in wenigen Minuten nähern, gebe ich jetzt der letzten Runde hier auf dem Podium nochmal die Forderung mit in die Antwort rein, die der Veranstalter, die türkische Gemeinde zu Deutschland, mal auf Papier gebracht hat. Sie sagt in ihrer Presseerklärung, sagt sie, sie fordern erstens eine offene Debatte über institutionellen und strukturellen Rassismus. Dazu trägt sie ja jetzt auch bei mit den Partnern, die hier genannt sind, auch mit dieser Veranstaltung. Zweitens fordert sie eine effektive Bekämpfung der Hasskriminalität. Könnte man jetzt auch drüber sprechen, was heißt das genau, was bedarf es dafür? Aber es ist jedenfalls eine klare Formulierung. Drittens ist die Forderung der Einrichtung einer unabhängigen Beobachtungsstelle Rassismus. Das ist keine brandneue Forderung, die gab es auch schon vor 7, 8, 10, 12, 14 Jahren in anderen Kontexten, aber umgesetzt ist sie bis heute nicht und deshalb nicht falscher als vor 20 Jahren. Viertens ist die Forderung verpflichtende Diversity Trainings. Ich erspare mir jetzt den Kommentar, ob der Begriff jetzt der tolle ist, ja? Diversity, wir alle bunt mit, wie auch immer, Menschlichkeits- oder, ne? Also gut, wir verkneifen uns jetzt jede Bemerkung zu den Begrifflichkeiten. Wir verstehen, was gemeint ist. Sensibilisierung, auch kognitiv und emotional im Geiste, im Herzen. Nur dann. Für Mitarbeiter der Sicherheitskräfte, ich würde das ergänzen, und anderer relevanter gesellschaftlicher Institutionen wie der Bildungseinrichtung, wie der Juristen, wie der Arbeitsmarktbestimmer, das könnte man, Gesundheitsbereich nicht auszuschließen, all das könnte man jetzt ergänzen. Und letzten Endes, das verstehe ich so, ist das Ihr Wunsch, dass am Ende herauskommen möge eine antirassistische Gleichstellungs- und Partizipationspolitik, die anstelle einer ausgrenzenden, ausländerdefinierenden Politik dann steht. Das ist ein sehr weites Ziel. Die Schritte dazu sind bestimmt wieder, wie sagte Frau Lüders, kleine Brötchen backen. Daraus werden auch die Schritte bestehen. Ich würde gerne in der letzten Runde von allen dreien hören, was wären denn Ihre drei Wünsche oder Ideen, Ihre meinetwegen auch nicht sofort praktisch realisierbaren Vorstellungen, die uns diesem Ziel näher bringen könnten? Fangen wir mal hier an.
immer in so Runden suchen wir immer so nach Rezepten. Also das, und Vera hat es ja schon gesagt, das ist ein sehr komplexes Thema und trotzdem versuchen wir immer so Lösungen zu finden, das und das ist zu machen. Ich pick mir jetzt mal eins raus, wenn es ja um Macht gegangen ist. Ich denke, wir müssen den Mächtigen oder der Dominanzgesellschaft tatsächlich die Sachen abbringen. Das heißt, wir müssen Widerstand leisten, wir müssen zeigen, bis hierhin und nicht weiter, dass uns zu Ende geht und dass wir dann tatsächlich, sagen wir mal, so Widerstandsformen entwickeln, hat der Nuran schon gesagt, den Leuten auf die Ketten gehen. So lange, bis die halt merken, okay, sie kommen mit ihren Strategien, mit ihren Maßnahmen nicht mehr weiter. Sie müssen einfach umdenken. Also das einfach einzufordern. Das wäre so eine Strategie, die mir nahe liegt, als jemand, der gerne Kampagnen macht und auch gerne mit Leuten kommuniziert und Bündnisse zu suchen, um diesen Widerstand wirklich tragfähig zu machen. Mhm. Bitte. I agree with you, you've got to get media people, talking about the media, very important. Everybody complains about the media. The Jews complain about the portrayal of the Jews. Muslims complain about Muslims. We all complain about the media. It's very difficult. But there are journalists usually who are sympathetic to our cause. We should get them together, feed them, give them a lunch, get them to do some sort of unified policy. I mean, it's very difficult to get the media to change, almost very, very difficult, because there's so different agendas that people have. So all I can do is ask you to try and build some sort of thing bottom up. Somebody was saying building up from the communities. Of course, you've got to build up from the communities below and build up a whole new movement, I think, of anti-racism. So where people are cooperating and then you can actually work on, if I've got somebody who works on a particular kind of discrimination, you've got somebody who works on something similar. Let's get them to talk with each other and give us some advice as well. Very, very difficult to deal with the middle classes, I must say, because the people who control the media. Very difficult indeed. I'm a bit run out of ideas. I keep trying to respond to everything with new ideas, but I think I've run out of all my new ideas at the moment. I'm so sorry. I've done the best I can. Thank you. Ich denke auch, dass ein wichtiger Schritt ist, Allianzen zu bilden und Solidarität herzustellen. Und gerade auch unter verschiedenen Migrantinnenorganisationen und anderen Organisationen, also Minderheitenorganisationen, also dort die Solidarität herzustellen und daraus eine Bewegung zu machen. Und dann mit Ländern, Kommunen, Bund gemeinsam das nochmal zu bündeln. Also wenn vielleicht diese Diskussion um die Sicherheitsarchitektur als zweiten Schritt. Ne? Gut. Ja, vielen Dank an die Diskutantinnen und Diskutanten hier auf dem Podium. Vielen Dank den Referenten hier für ihre Ideen. Wir sind ja nicht am Ende, sondern wir haben jetzt so ein bisschen Brainstorming, wie man sagt, gemacht und sind gespannt, wie in der zweiten Veranstaltung, die ja kommen soll, diese Ideen etwas konkreter ausgeführt werden müssen. Wir sehen, dass wir hier nicht stehen bleiben können. Mich interessiert dann beim nächsten Mal noch genauer zu hören, was hinter dem die müssen dann an Strategien, ja, die müssen begreifen, die müssen, also ich glaube, die mächtig sind, müssen erstmal gar nicht, wenn man sie nicht dazu bringt. Also es scheint mir, da habe ich noch viele Fragen im Kopf, aber die werden wir nicht beantworten können. Am Ende möchte ich mich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit, aber nicht ohne in der umgekehrten Reihenfolge jetzt erst Kenan Kolat und dann Mekone nochmal als Gastgeber das Wort zu geben, damit ihr uns zum Buffet einladen könnt. Ich bedanke mich. Vielen Dank. Wir danken für die sehr gute Moderation, liebe Sanne. Genau, jetzt, okay. Herzlichen Dank für die sehr gute Moderation. Unser Dank gilt natürlich an die Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Organisationen, insbesondere der Heinrich-Böll-Stiftung. Und herzlicher Dank gilt natürlich an die Dolmetscherinnen und Dolmetscher. Vielen Dank, dass Sie so gut das gemacht haben. Ich möchte jetzt das Ganze in eine anderthalbstündige Zusammenfassung wiedergeben, was wir hier diskutiert haben. Da können Sie schon auf das Essen warten. Nein, ich denke, bei solchen Veranstaltungen, wir sind ja in Deutschland, wir sind eine konsenssüchtige Gesellschaft und wir müssen alles so irgendwie in eine Bahn lenken. Nein, wir müssen auch mal Dinge so lassen, wie sie sind, wo wir nicht einig sind oder wo unterschiedliche Auffassungen sind. Das finde ich für die
Pluralität der Gesellschaft wichtig. Insofern können wir nicht alle Probleme lösen. Ich bin für dicke Bretter bohren da. Wir werden nicht zulassen. Wir gehen manchmal an die Wand, aber ich denke, wir kriegen die Wand auch irgendwann mal durch. Aber das, diese Nerven der Politik, das werde ich kann das für mich oder ich denke für alle anderen auch sagen, das werden wir weiter tun. Morgen machen wir das in Mölln und dann im Mai in Solingen weiter. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir dies auch tun. Auf der anderen Seite ist es aber wichtig, dass der Kontakt zu den Mächtigen oder Politik auch weiterhin besteht. Deswegen führen wir als türkische Gemeinde, kann ich sagen, eine zweigleisige Strategie. Einerseits harte Kritik in der Öffentlichkeit, harte Auseinandersetzung, aber auch Gesprächssuchen mit den Politikern und mit den Mächtigen. Das gehört zusammen und wir müssen beides tun. Insofern ist es wichtig, dass wir dies gemacht haben. Ich freue mich, dass wir in der zweiten Veranstaltung in Solingen, dann am 29. Mai, 20 Jahre Solingen, diese Veranstaltung, wo wir jetzt die Strategie, finde ich wichtig, dass man dieses thematisiert. Medien ist genannt worden, Bildung, Arbeitsmarkt ist auch genannt worden als Themen. Die werden wir auswerten mit den Partnerinnen und Partnern. Wir werden in Solingen auch weitere Partner dazu gewinnen. Ich hoffe, dass wir mit der Zeit auch größere Organisationen wie die Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbände auch dazu bekommen, dass wir dann später im Juli wahrscheinlich vor der Bundestagswahl auch mal nochmal diese Themen an die Öffentlichkeit bringen und die Parteien ein bisschen Druck ausüben, weil September 2013 finden Wahlen statt und ich kann für die türkische Seite sagen, es sind 650.000 Wählerinnen und Wähler, die auch mal eine Wahl entschieden hatten und die auch weiterhin entscheiden können. Insofern ist es eine wichtige Gruppe, unter anderem, unter vielen, und wir werden dafür sorgen, dass in Deutschland eine bessere Zukunft für uns alle uns wartet. Und wir sind froh, dass wir dies auch in einem demokratischen Land wie in der Bundesrepublik Deutschland machen können. Und wir kämpfen weiter. Vielen Dank, Mekonnen. Ja, vielen Dank. Wenn du aufforderst, dann komme ich auch hoch. Ich hatte es eigentlich nicht vor. Ich sage nur einfach ganz kurz, es waren sehr ermutigende Worte, auch Kurs zu halten. Vorhin hat Frau Lüders, was ich nicht wusste, gesagt, in drei Bundesländern ist aktive, positives Gespräch, in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg. Und was haben die gemeinsam? Grüne Politik. So. Und da bleiben wir dran. Da bleiben wir dran. Und vorhin hat auch Eberhard Seidel gesagt, wo gibt es wirksame Veränderungen? Das bestätigt uns ein bisschen, weil wir an diesen drei starken Themen bleiben. Bildungspolitik, Arbeitsmarktpolitik, politische Partizipation. Zu allen machen wir Studien, zu allen machen wir öffentliche Arbeit, zu allen machen wir auch politische Beratung, weil wir müssen die Strukturen beeinflussen und politische Partizipation ist heute ein bisschen kurz gekommen, aber da liegt auch ein Hebel, sich mit Gesellschaft zu identifizieren, teilzuhaben und aber auch Verantwortung zu übernehmen, auch entsprechend Strukturen zu beeinflussen. Ich glaube, TGD ist auch ein bestes Beispiel für eine politische Partizipation, aber wir brauchen auch in die Mainstream-Politik, in die politischen Parteien, in den Parlamenten, auf der kommunalen Ebene und auf der Bundesebene. In diesem Sinne, vielen Dank für die vielen Impulse. Wir werden sie verarbeiten, wir werden es dokumentieren. Die ganze Veranstaltung ist auch über Livestream ausgestrahlt worden und wir werden sie auch nochmal online stellen für diejenigen, die nicht dabei sein konnten. Aber auch wir werden auch versuchen, so viel wie möglich die Inhalte zu dokumentieren, zusammenzustellen, sodass es online verfügbar ist. Und ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei allen Beteiligten. Sanim hat heute den Laden zusammengehalten. Vielen Dank, Sanim, und vielen Dank für die Kooperationspartnerinnen, an alle Beteiligten. Und ich wünsche nur einen guten Appetit.